Ja, hallo Leute draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Projekt Ozone 2 und mit mir heute im Start wieder der Banause. Hallo Banause. Guten Tag. Ich bin immer noch ein bisschen vermäht. Ja, ich habe jetzt auch. Ich musste mal kurz schmunzeln. Warum? Weil ich schon wieder überlegt, dass wie das heißt. Ja, wie gesagt, ich bin einfach nur komplett durch mit der Erkältung irgendwie. Kenne ich. Wie gesagt, ich war jetzt auch, oder ich bin immer noch dran. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung gerade, muss man sagen. Ich hab's jetzt erst seit 2 Tagen. Ich habe seit letzter Woche Donnerstag. Tatsächlich. So, dann mache ich mir schon mal Dark Steel. Dann brauche ich Schere, Plastik. Oh, Haben ihr wir habt schon schon wieder Plastik? Küche-Ausstattung gekriegt. Nein, haben wir noch nicht. Haben wir schon Rubber Trees gehabt? Ja. Ah Haben wir ja. gehabt, weil ich ja der Ober hier aber die Vorderbremse braucht für den Mopfarm da oben. Genau. So, dann heißt Müsste einmal. aber Setzling da sein irgendwo. Ich habe schon Rubber. Also ich brauche ja nur Rubber eigentlich. Oh, ich brauche mal Boah, Segmehl. der dauert, ey. Dark Steel, leck mich am Arsch. Das dauert ein bisschen, ja. Ja, etwas. So, Plastik habe ich. Dann Jolt. Noch ein Maschinenchassis, okay. Jetzt weiß Das. ich, wo unser Zaubertisch hinkommen ist. So. Das. Ja, du brauchst ja Stahl für. Ja, Entschuldigung, ich vergaß, dass man da wieder Stahl für braucht. Stahl haben wir aber auch. Ja. Das. Plastik haben wir, Gold brauche ich noch. Zwei und dann habe ich gleich den Harvester, wenn es schon mal. Mein Gott, ey, was nackt. Größere Problem ist, dass wir Papier brauchen. Ja, da musst du leider noch gießen. Ich Da muss habe ich mir auch jetzt. mal die nächste Zeit mal dran setzen an die Felder, ey. Dass wir die mal auf 10, 10, 10 kriegen und da auch weitermachen. Sobald ich die Baumfarm fertig habe, mache ich das. Dass wir hier weiter jetzt mal zu Rande kommen, dass wir mal immer hier eine schöne Pizzeria haben oder so. Achso, mir wurde in den Kommentaren mal gesagt, wie die Waschmaschine funktioniert. Da brauchst du Okay. Seife für. Seife haben wir gekriegt. War Und da einfach so braucht nur eine man so einen Waschbecken, also Eimer Seife braucht mäßig. man. Seifewasser und extrem Seifewasser habe ich im Genau. mäßig drin. Da musst du das da rein tun und dann musst du da wohl deine Rüstung und dann repariert die sich wohl. Könnte Echt? man eigentlich mal ausprobieren. Warte mal, ich habe eine Rüstung, aber nur mit Vanillerüstung wohl. Ah, mit Zivico funktioniert das nicht. Ich guck mal, ich hab ja Rüstung. Nimm mal Soapy Warte, ich Water. komme mit. Warte, 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 warte. Gucken wir mal. Hast du Seife, Wasser? Ich pack mal meine Rüstung rein. Dann hau ich mal Seifenwasser rein. Schade. Geil. Wie geil. Und jetzt öffnet die sich. Cool. Ja, aber immer um 1 plus. Das ist egal. Aber Cool. wie geil, oder? Ja, super geil. Guck mal, die läuft sogar gerade runter da unten. Guck mal, das Fenster rein. Was? Echt? Ist Sehe nicht? da nichts, ne? Da haben wir, wenn du unten zum so Glasfenster reinguckst, da dreht sich der Helm. Vorne hinter dreht sich die Hm, ich Chestplate und sehe dann das die nicht. Hose. Schade. Echt? Ne. Dann guckst du mir auf dem Video dann nochmal.
Und hier geht das wohl auch mit Spülmaschinen, mit Werkzeug, aber auch nur Vanilla-Werkzeug. Okay. Ja, das bringt uns ja nichts, Vanilla-Werkzeug, weil das hat eh nur eine Durability. Ja, schon, aber ne, ist lustig. Lustiger Mod, muss man ja sagen. Cool. Nicht wirklich nur Deko, sondern eine wirkliche Funktion. Richtig. Wie macht man Seife? Achso, ach, das ist ja sogar einfach. Da brauchst du nur Farbe, Baumehl und Clay. Das ist sogar wieder billig eigentlich. Hm, cool. Coole Sache, auf jeden Fall. Hast du Bar Level gerade über? Ja, 33 tatsächlich. Okay. Für den Fall, dass ich noch brauche, Dad. Okay. Weil ich bin gerade wegen dem Magic Wood da. Mhm. Woher Zauberbücher? Also, ich habe jetzt auf jeden Fall den Harvester gleich fertig. Dann haben wir den schon mal am Mann. In meiner Aktion im Nether habe ich einiges verloren. So, Harvester ist fertig. 40 Level habe ich gehabt. Da ist jetzt noch der Planter. Warum braucht man für jeden Scheiß den Zombie-Kopf jetzt? Hm. Ja, was braucht, wo wollte er das Magic Wood jetzt haben, Mensch? Ach, für die goldenen Spikes. Ich glaube tatsächlich, ich werde mal eine Trashcan bauen und werde mal die meisten Sachen daraus filtern, oder? Trashcan haben wir 3 Stück drin, eine für Energie, eine für normalen, eine für Fluid. Im MME-System. War Quest 3, die habe ich gemacht vorher. Energie, Fluid sehe ich, aber die normale nicht. Habe die vielleicht umgewandelt in die Energie, das kann auch sein, dass die gar nicht. Dass sie die umbaut haben. Nee, weil ich will eigentlich eine haben, damit wir hinten die blöden Teile da mal wegkriegen, weißt du? Die Dingelskirchen. die Beute, so. Das meinte ich. Wie was? Ich weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Ich kann das nicht. Die Beutel da, die Blue Bags. Meine ich. Achso. Dass wir die mal loswerden hier. Weil so kriegen wir nämlich keine Köpfe. Wenn wir aber welche brauchen. Achso. Weil die Lootbags, die hauen ja das System hier voll. Ja klar, logisch. So, nochmal. Toll, so. Es gibt gerade ein einziges Magic Wood. Ich bin in der Garage. Mhm. Mann, Mann, Mann.
Lol, was ist denn das? Wartet. Wenn ich 4 Segment mit Wasser anordne, kriege ich 2 Papier raus, ja? Ja. Und wenn ich 3 Segment in Reihe anordne, kriege ich 6 Papier raus. Oh, nicht schlecht. Kommst du doch gerade ein bisschen vor Albert vor, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Zum Glück habe ich es jetzt gerade noch gesehen. Tja, jetzt fehlt noch eins, das wird jetzt noch fehlt, ist im Prinzip. Könnt ihr Stimme noch mal kurz schnell 2 Bücher verzaubern? Ja. Aber eins zumindest, ein Level habe ich noch, aber dann hört es auf bei mir. Wo bist denn du? Beim Zaubertisch. Wo ist er? Im Eck bei der Kokerei, da hinter dir. Hallo. Andere Seite. Hast du noch ein paar Bücher? Ja, hier. Du weißt ja, umso höher man die verzaubert, umso mehr krieg ich mal raus, ne? Ich krieg immer nur ein Magic Wood raus, egal wie hoch ich verzauber. Echt? Ich krieg da, wenn, je nachdem, wenn die Bücher höher leveliger sind oder mehr, ne, umso höher die Verzauberungen drauf sind. Da hast du, wenn du einen Fischer hast zum Beispiel, weißt du, da kriegst du ja auch Bücher raus. Wenn du da höhere drin hast oder reintust, die mehr Verzauberungen drauf haben und so, dann kriegst du da. Aber ich mache ja Magical Woods. Ja, genau, da kriegst du mehr raus. Also ich habe das schon gehabt, ich habe 21 Magical Wood aus einem Rezept gekriegt. Okay. Irgendwas wollte ich. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich wollte. Den Loot-Recycler wollte ich mal bauen. Achso, ja, hab ich gesagt, geht um die. Das brauchen wir nicht. Die Dinger wieder aufzuwerben. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das behalten wir mal lieber. Da gibt's ein Leben. Ja klar. Warum nicht? Achso doch, ich hab die doch. Die hab ich sogar kein Thema. So. Boah, glaubt da irgendein scheiß Kopf, du Gesicht, du Blödes. Ja, ohne Zombie-Kopf kann ich den Planter leider nicht bauen. Das ist natürlich doof, das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Minigun, okay. Ja, dann wer es braucht. Infinite Water Source, okay. Oh,
Holz mehr. Geil. Was denn? Ich zwei mal so einen schwulen. Was? Bitte? Ach, so ein Glückskeks. So. What's the difference between falling sand and a falling cat? One will take damage, the other makes damage, glaube ich, heißt das. Ja. Was Wow. ist das? Was ist das? Hilfe? Ups. Wo bin ich jetzt? Hilfe? Oh, Achtung, Falle. Oh, Scheiße. Das ist so ein Artefaktum aus dem Ding raus Der Schwabe normalerweise. hat dein ME-System kaputt gemacht. Ich hab's ja auch baut. Du weißt doch, das ist doch das Problem jetzt ist. Da die wo der ganze Teil. Einrichtung rumfliegen. Nee, dann auch, ja. Aber da wo der Teil jetzt gespawnt ist, dieser Turm, sind alle Sachen weg. Mach mir nicht magisch wach, jo. Komm mal raus. Siehst du? Ja, aber so viel ist es gar nicht. Ja, aber gut. Das Ding ist weg. Ich weiß nicht, ob ich alles eingesammelt habe. Ich habe ein paar Sachen vom ME-System eingesammelt. Aber das ME-System steht ja noch. Das steht noch, ja. Ich habe die Sachen mal da reingetan, die ich gerade eingesammelt habe. Warum mache ich den da immer so Blödsinn? Ach so. Nee, die Teile sind gar nicht weg. Ich habe ein paar Teile eingesammelt, tatsächlich. Ich wollte bloß gucken, was das ist. Ich konnte mit dem ja gar nichts anfangen. Erstmal Turm mit auf Plattform. Aber ich habe ja sowieso nur Kommentare gekriegt, dass wir uns mal, vielleicht mal ein bisschen häuslich einrichten sollen. Naja, ist aber doch dabei. Einen Turm haben wir schon mal, immerhin. Guck mal, mit Bibliothek hier. Was hat der? Ja, und ein Bett ist auch mit drin. Was ist denn da drin? Ein Mondkalender, aha. Ah, immer noch die Falle hier. Sagen wir ja, dass sie abbaut. Das ist auch nochmal eine. Obsidian, Netherbrick, was ist das? Display, das sieht ja cool aus. Kann man da rein tun? Road by Iceman, okay. Ja, das ist das Artefakt, was es gibt im... Hier im Bett. Hier geht es sogar noch runter, gell? Basic Turret, Safari Net, okay. Okay. Ah. Hast du gerade irgendwo eine Fackel zufällig? Okay, hier ist nix. Okay. Alles klar. Ich mach mal meine Tüten. Was? Hast du zufällig eine Fackel oder zwei für mich gerade schon? Ja. Hier. Ich habe nämlich dort noch ein. Das Amulett of Glow Gross hab ich gekriegt. Cool. Ich habe dann nur noch einen Geheimgang entdeckt hier und. Alles klar. Alles klar. Ich habe eine Minigun gekriegt. Die habe ich ausgelegt. Die sieht schön aus. Scheiße, was ist das hier? Ich habe einen Starfield Creator gekriegt. Der sieht doch strange aus. Der sieht cool aus. Aber das geht hier unendlich weit runter. Ach so, der geht nach unten weiter.
Da sind lauter Fledermäuse da unten. Darf so nicht zu tief, ne? Weil sonst Void. Weißt ja, ne? Ne, da unten ist ein Mob-Farm. Oh, oh. Da unten sind Mobs, da ist ein versteckter Raum mit Spawner. Ich hör's gerade. Okay, die Mobs haben jetzt das Spawner weggesprengt. Ich geh mal wieder nach oben. Reingehauen. Oh, hier gibt's Dilemma. Pneumatikkraft. Mana stielbare. Schallblatt, Schallblatt. Dudeback. Eisentür. Müllturm. Mein Gott, jetzt haben wir so einen riesen Turm hier mitten drin stehen, ne? Der geht extrem. Boah, der geht richtig runter hier. Du wolltest doch mehrere Plattformen, jetzt hast du. Da war ein Kommentar. Ja, okay. Da hieß es, wir sollten mal ein bisschen häuslicher bauen. Geh mal ein bisschen auf die Seite. Ich versuche mal mit Weidmann ein bisschen was zu machen. Mach ruhig. Ich bin bei der Mobfarm bei uns gerade. Aber du kannst auch die Folge beenden, wenn du möchtest. Ich wäre jetzt aber noch gar nicht so weit. Das war klar. Scheiße. Oh Mann. Machst du immer so einen Blödsinn bei der Hose? Ich. Ja, wer denn sonst? Ich vielleicht, oder wie? Ja, sie, wer sonst? Ich hab das Ding nicht dahin gepflanzt. Aber jetzt haben wir mit Mäuse Steine, das heißt, wir können unser Zeugs automatisch reparieren. Ist doch auch was. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder eine typische Folge für mich eigentlich. Und ich habe direkt einen Folgentitel. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht. Vielleicht kriegen wir das ganze Chaos ja ein bisschen geordnet hier bis dahin. Und dann ansonsten schaut beim Banaus im Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss. Ciao.